In diesem Video schauen wir uns die Aouki PC-LM1E Full HD Webcam an. Die kostet aktuell bei Amazon so zwischen 40 und 50 Euro, je nachdem welche Rabattaktion gerade aktiv ist. Und ich habe ein paar Vergleichsaufnahmen für euch und wir testen auch gleich das Mikrofon. Weiter geht's nach dem Intro. Wo soll ich bei der Kamera anfangen? Naja, fangen wir mal beim Mikrofon an. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr in der Videokonferenz beitretet und der Ton einiger Teilnehmer ist so schlecht, dass ihr innerlich Aggressionen bekommt. Wenn ihr dieses Gefühl auch gerade habt, dann liegt das an der Aouki Webcam. Ich höre jetzt auf, euch zu quälen. Wir schalten auf ein vernünftiges Mikrofon um. So, ich hoffe, ihr seid noch da und eure Ohren bluten jetzt nicht. Ja, also das sind die eingebauten Mikrofone. Meldet sich als Mikrofon-Array bei Windows an. Ja, was soll ich sagen? Nicht zu gebrauchen. Geht damit nicht in irgendwelche Konferenzen. Benutzt bitte irgendein anderes Mikrofon. Okay, eine Webcam hat man ja nicht unbedingt wegen dem tollen Mikrofon, das da eingebaut ist. Wobei ich das persönlich schon wichtig finde. Dann hat man halt ein Komplettpaket einfach. Ne? Webcam drauf und Mikrofon und alles ist dabei. Hat keine weiteren Kabel und so weiter. Also von daher fände ich es schon sinnvoll, wenn man gerade so in Konferenzen teilnimmt, wenn das Ganze auch funktioniert. Aber wir können das Thema Ton jetzt bei der Kamera einfach mal abhaken, einfach nicht benutzen. Weiter geht's. Bild. Jetzt seht ihr im Video ja eine kleine Vergleichsaufnahme. Ich habe auf den Kameraschlitten, auf meinen Slider, die Webcam gepackt und gleichzeitig mein Smartphone. Und die Bildqualität ist richtig schlecht. Die ist auch richtig schlecht, wenn die Personen abfilmt. Ich glaube auch nicht, dass die echt Full HD ist. Das sieht mir total interpoliert und hochgerechnet aus. Es ist alles total verpixelt und verschwommen. Und das finde ich für eine 50 Euro Webcam oder 40 Euro, ja je nachdem, was man da halt gerade geklickt hat bei Amazon, unterirdisch. Einfach deshalb, weil wenn schon das Mikrofon nicht funktioniert, dann hätte man ja vernünftiges Kameramodul wenigstens verbauen können. Aber das funktioniert auch nicht. Im Video seht ihr ja, wie dünn und blass die Farben auch sind und wie Details einfach völlig verschwinden. Die Kamera sieht hochwertig aus, sie macht auch einen hochwertig verarbeiteten Eindruck, aber was dann an Bild und Ton rüberkommt, ist einfach nicht zu verwenden. Also von daher nicht kaufen die Webcam. Es gibt ja noch billigere Webcams und da fände ich das okay, wenn die halt so ein schlechtes Bild und schlechten Ton hat, weil dann kriegt man halt, was man bezahlt. Aber 50 Euro ist jetzt für eine Webcam nicht so besonders billig. Kann natürlich jetzt auch an Corona liegen, dass die Webcam-Preise immer noch zu hoch sind, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber tatsächlich werde ich die jetzt zurückschicken. Ich hatte zwei Stück gekauft. Ja, weder Bild und Ton sind zu verwenden. Beide gehen zurück zu Amazon. Also ich kann auch die guten Rezensionen nicht verstehen, die die Kamera hat. Da kann ich einfach nur irgendein billiges Schrottteil kaufen, aber 50 Euro, da hätte ich einen Tacken mehr irgendwie erwartet. Weil Full HD ist das nicht. Also vielleicht irgendwie schon, aber das sieht voll hochgerechnet aus. Sorry. Ich habe mich versucht kurz zu fassen in diesem Video, das versuche ich in meinen Videos eigentlich immer, ist aber schlecht für die YouTube Watchtime. Wenn euch das Format so trotzdem gefällt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten packe ich euch natürlich einen Affiliate-Link in die Videobeschreibung, auch für die Kamera, die ihr nicht kaufen sollt und auch für bessere Kameras. Im Abspann bekommt ihr noch ein paar weitere Videos von mir zu sehen.